Sie erzeugen selbst Strom oder Sie sind Strom- oder Gaslieferant und Sie haben noch nie was vom Marktstammdatenregister gehört, dann sollten Sie jetzt besser dranbleiben. Denn in diesem kurzen Video möchten wir Ihnen erklären, was das Marktstammdatenregister ist und wer sich dort melden muss. Denn aufgepasst, es gibt eine Frist bis zum 31. Januar 2021. Bei dem Marktstammdatenregister handelt es sich um ein behördliches Register. Die zuständige Behörde ist die Bundesnetzagentur. Alle Stromerzeuger müssen sich in diesem Anlagenregister neu melden. Dies betrifft zum Beispiel PV-Anlagen, KWK-Anlagen, aber auch Batteriespeicher und Notstromaggregate. Bisher war Ihre Anlage unter Umständen schon im Anlagenregister oder im PV-Meldeportal registriert. Für das neue Marktstammdatenregister erfolgt leider keine automatische Datenübertragung. Das bedeutet für Sie, dass Sie nun aktiv werden müssen und Ihre Anlage erneut im neuen Marktstammdatenregister melden müssen. Für Bestandsanlagen besteht hier eine Übergangsfrist bis zum 31. Januar 2021. Neuanlagen haben mit Inbetriebnahme einen Monat Zeit, um diese Meldung vorzunehmen. Jetzt möchten wir Ihnen erklären, wie die Registrierung genau funktioniert. Besuchen Sie uns unter www.schwaben.ihk.de/Marktstammdatenregister. Dort haben wir weitere hilfreiche Informationen für Sie zusammengestellt. Hier finden Sie auch unsere Kontaktdaten, damit Sie uns im Anschluss an dieses Video auch erreichen können. Wir haben Ihnen außerdem eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bereitgestellt, die Sie durch die Anmeldung führt. Die Registrierung erfolgt über ein Online-Portal. Den Link finden Sie hier. Die weiteren Anmeldungsschritte, zum Beispiel wie Sie sich als Benutzer im Register anlegen können, erklären wir hier außerdem ausführlicher. Sie haben Fragen? Kein Problem. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Mail. Wir stehen Ihnen gern zur Verfügung.